Nachdem die USA in den Zweiten Weltkrieg eingetreten waren, wurde schnell klar, dass hierfür passendes Eisenbahnmaterial benötigt werden würde. Zur Deckung des Bedarfs sah man sich Fahrzeuge der heimischen Industrie an, wobei die 65 DE14 in die engere Auswahl fiel. Durch das hohe Führerhaus konnte sie jedoch nicht uneingeschränkt eingesetzt werden, sodass eine Weiterentwicklung in Auftrag gegeben wurde. Es entstand die 65 DE19A. Nach dem Krieg gliederte die Nederlandse Spoorwegen 19 Lokomotiven dieses Typs als Reihe 600 ein. Nachdem die Maschinen kurz darauf mit neuen Motoren von Thomasen Frichs ausgestattet worden waren, erfolgte fortan die Zuordnung zur Serie 2000. Überwiegend im Güterzugdienst eingesetzt, wurden schwere Züge oft von zwei Maschinen gleichzeitig gezogen. Zwischen 1958 und 1960 wurden alle Maschinen ausgemustert und verschrottet. Das Pico-Modell der 65 DE19A passt je nach Ausführung zu Anlagenthemen aus den USA und Europa. Die 612 der Nederlandse Spoorwegen ist natürlich für den Einsatz auf europäischen Anlagen prädestiniert. Qualitativ setzt die Reihe 600 die Marschroute der letzten Pico-Neukonstruktionen im Maßstab 1 zu 160 konsequent fort. Insbesondere an den Vorbauten finden sich zahlreiche plastisch wirkende Gravuren. Nicht nur im Bereich der Drehgestelle zeigt sich der filigrane, hochwertige Formenbau und die zahlreichen freistehend montierten Handstangen und Geländer runden die Erscheinung des Modells optimal ab. Ein besonderer Blickfang sind zudem die aufgesetzten und beleuchteten Schlusslaternen auf den beiden Vorbauten. Für die optimale Präsentation in der Vitrine liegen dem Pico-Modell passende Kupplungsabdeckungen, Bremsleitungen und Kuppelhaken bei. Auf dem Gleis überzeugt der bewährte Pico-Motor und sorgt samt Schwungmasse für seidenweiche und äußerst kultivierte Laufeigenschaften. Es werden alle Achsen des Modells angetrieben und alle Räder dienen der zuverlässigen Stromaufnahme vom Gleis. Als Garant für hohe Zugkräfte verfügt die Diesellok je nach Ausführung über zwei Haftreifen. Die Pico 65 DE19A besitzt eine aufgeräumte Platine mit Next 18 Schnittstelle. Die werkseitig mit einem Pico Smart Decoder XP Sound ausgestatteten Modelle können zudem mit einer digital schaltbaren Führerstandbeleuchtung und einem kernigen Fahrzeugsound aufwarten. Letztere tragen das Pico Train Sound on Board und versprechen ein vorbildgetreues Sounderlebnis auf der Modellbahnanlage. Wer ein Faible für amerikanische Loks hat, wird die 65 DE19A lieben, gelingt jedoch der Spagat zwischen dem American Way und Good Old Europe.